Migiano befindet sich auf der nördlichen Seite des Capo di Leuca und hat ca. 3500 Einwohner. Das bewohnte Gebiet grenzt an den Gemeinden von Ruffano, Montesano Salentino, Trigase und Specchia an und erstreckt sich über ein flaches Gebiet, das im Westen von den salentinischen Anhöhen geschützt wird. Migiano beansprucht eine kraftvolle Begabung für die Industrie, besonders für die Produktion von Einfassungen und Einrichtungsgegenständen. Die Gemeinde ist in der Umgebung als Stadt des Holzes und des Möbels bekannt. Wertvolle archäologische Auffinden beweisen die alte Anwesenheit der Menschen in diesem Ort. Bemerkenswert sind die Studien, die in der Ortschaft Pozzelle gemacht wurden, wo es vermutlich eine Casale-Gruppe von Häusern aus dem Mittelalter gab, die danach im Laufe der Zeit verlassen wurden. Laut der dokumentarischen historischen Tradition beginnen die feudalen Heldentaten von Migiano schon während der Herrschaft der Normannen. Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert lebt die Casale eine blühende Zeit aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkt, dank den drei Adelsfamilien des Salentos, Lubelli, Gallone, Fürsten von Trigase und Vernaleone, die letzten Lehensherren. Die unterirdischen Ölmühlen der Gemeinde gehen zur Jahrhundertwende zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert zurück und beweisen eine intensive und lebendige industrielle Tätigkeit, die mit der Produktion und dem Verkauf des Öls verbunden ist und die Wirtschaft von Migiano jahrhundertelang gekennzeichnet hat. Noch heute entwickelt sich die Wirtschaft in der Agrarproduktion und konzentriert sich besonders aufs Beststellen des Olivenbaums. Auf dem Land von Migiano erstrecken sich weite grünende Olivenhaine. In den letzten Jahren hat sich die Produktion des nativen Olivenöl immer mehr verbessert. Die berühmten biologischen Bauernhöfe versichern die Qualität und die Biodiversität des erlesenen Öls des Gebiets. Die ländliche Landschaft ist unverfälscht und von den typischen Trockenmauerwerken umgeben, die die typischen alten Architekturen des südlichen Salentos beweisen. Wenn man entlang das Land von Migiano spaziert, kann man die sogenannten Pajare bewundern, ländliche Gebäude aus Trockenmauerwerk gebaut. Die Pajare wurden als Lagerungen verwendet. Während den wärmeren Monaten wurden sie auch von den Bauern als Wohnungen genutzt. In Migiano verbindet sich die Handelstradition mit der Erneuerung auf dem modernen Messegelände. Es findet hinter dem Rathaus auf der Straße, die nach Trevisano führt, statt. Im Oktober ist nämlich Migiano Sitz der renommierten Expo 2000, die regionale Messe der Industrie, des Handwerks und der Landwirtschaft des Südsalentos, die für die Förderung und die Aufwertung der Produkte der salentinischen Kultur gegründet wurde. Die Schönheiten von Migiano sind von der typischen Gastfreundlichkeit des südöstlichen Salentos bereichert.